Grüß Gott, liebe Zuschauer. In diesem ersten Video nach meinem letzten YouTube-Strike sprechen wir mal wieder über das Thema Geld. Es gibt immer noch viele Menschen, die denken, dass Geld an sich von solchem Übel ist, dass die Probleme in der Welt verschwinden, wenn man das Geld abschafft. Wir schauen uns heute also noch einmal an, warum Geld an sich eine gute Sache sein kann, die einer ganzen Gesellschaft einen gerechten Wohlstand bescheren kann, der ohne Geld kaum zu erzielen wäre. Viele Menschen denken, wir sollten zurückkehren zu einem Tauschhandel, der in manchen Phasen unserer Geschichte schließlich auch schon gut funktioniert hätte. Man müsste sich klar machen, dass Tauschhandel mit einem mehr als drastischen Absinken des Wohlstands verbunden wäre, weil viel zusätzliche Arbeit erforderlich würde, die sich durch die Verwendung von Geld einsparen lässt. Stellt euch vor, ein Autohersteller müsste Mitarbeitern zu irgendwelchen Tauschmärkten oder Tauschbörsen schicken, um ein neues Auto gegen all die Dinge einzutauschen, die der Hersteller und seine Mitarbeiter zum Leben benötigen. Dies würde beinhalten, dass man auch alle Bauteile eintauschen müsste, die es braucht, um die Autoproduktion in Gang zu halten. Wie unfassbar aufwendig wäre das? Es müsste viel mehr Arbeit geleistet werden, um die Autoproduktion in Gang zu halten. Dann muss man bedenken, dass Arbeitszeit die eigentliche Währung ist. Jeder, der von der Bezahlung seiner Arbeit lebt, weiß, dass seine Arbeitszeit das ist, womit er sich die Dinge kauft, die er für sein Leben braucht. Die Rückkehr zu bloßem Tauschhandel ohne Geld bedeutete also, dass der Kauf eines Autos sehr viel teurer würde, als er es heute ist. Das Gleiche gilt zum Beispiel für den Häuserbau. Stellt euch vor, alles, was für den Bau eines Hauses benötigt würde, müsste zunächst eingetauscht werden. Die Arbeit für den Bau eines Hauses und damit der Preis eines Hauses würden für fast alle Menschen unerschwinglich. Niemand kann eine solche Verteuerung wollen, die durch die Abschaffung des Geldes entstünde. Das Gleiche gilt für den gesamten Bereich der Herstellung von Maschinen, Fahrzeugen und anderen komplexen Waren. Wir halten also fest, dass eine Rückkehr zum Tauschhandel eine riesige Zeitverschwendung wäre und somit eine massive Verteuerung fast aller Dinge mit sich brächte. Dann gibt es Menschen, die sogar die Meinung vertreten, dass selbst Tauschhandel etwas Berechnendes an sich hat und es menschenunwürdig ist. Jeder sollte den Beitrag zur Gemeinschaft leisten, der seinem Wesen entspricht, und dann würden alle automatisch mit allem, was sie brauchen, versorgt werden. Es mag ja sein, dass es Völker und Gemeinschaften gibt, bei denen ein solches Modell funktioniert und dass die Menschen damit eine hohe Zufriedenheit und auch Wohlstand in ihrem Leben erleben. Ein solches Modell hängt jedoch vom Bewusstsein der Menschen ab. Man kann das Bewusstsein, das ein solches Modell zum Funktionieren bringt, nicht einfach voraussetzen. Man kann es auch nicht einfach mit Worten vermitteln, sodass Menschen ein solches Bewusstsein aufnehmen und entsprechend handeln und leben. Es geht bei einem solchen Bewusstsein nicht um intellektuelles Verstehen, sondern um einen guten, auf das Wohl anderer Menschen ausgerichteten Charakter. Ein solches Modell setzt also ein hohes menschliches Bewusstsein voraus, das bereits einen dienstbereiten Charakter ausgebildet hat, was in dieser Form nur eine Minderheit der Menschen dieser Erde hat. Das Problem ist nicht, dass wir Geld verwenden. Das Problem ist, dass wir seit mehreren Jahrhunderten ein Geld verwenden, das automatisch ein immer größer werdendes Ungleichgewicht erzeugt, das die Menschheit mittlerweile am Rand des Untergangs gebracht hat. Das heißt, wir müssen nicht das Geld abschaffen, sondern durch ein gerechtes Geld ersetzen, das das vom jetzigen Zinsgeld geschaffene Ungleichgewicht und die damit verbundenen perversen Entwicklungen allmählich wieder ins Gleichgewicht rückt. Die Möglichkeit eines gerechten Geldes hängt jedoch von einem höheren Bewusstsein im Umgang mit der materiellen Welt ab, für das es unsere geistige Transformation braucht.
In Bezug auf unser Leben in der materiellen Welt gibt es im Wesentlichen vier Kategorien von Bewusstseinszuständen. Da wir in der Welt immer das erschaffen, was in unserem Bewusstsein ist, bringen Menschen ein Wirtschaftssystem hervor, das dem kollektiv vorherrschenden Bewusstseinszustand entspricht. Also, welche vier Kategorien sind das? Erstens, es gibt Menschen, die fortlaufend versuchen, mehr zu nehmen, als sie bereit sind zu geben. Solche Menschen versuchen in der Regel, Dinge so teuer wie möglich zu verkaufen und so kostengünstig wie möglich einzukaufen. Es geht nicht darum, dass ein Geschäft gerecht ist, sondern selbst den größtmöglichen Vorteil daraus zu ziehen. Zweitens, die zweite Kategorie von Menschen achtet darauf, dass Nehmen und Geben im Gleichgewicht ist. Für die Möglichkeit einer gerechten Wirtschaft müsste eine Mehrheit der Menschen mindestens von dieser zweiten Kategorie sein. Drittens, die dritte Kategorie von Menschen ist sich bewusst, dass der Aufbau einer gerechten Welt von uns verlangt, dass wir mehr geben, als wir nehmen. Viertens, die vierte Kategorie hat nun das höchste Bewusstsein. Solche Menschen sind sehr, sehr selten. Das sind Menschen, die sich so sehr über das Geben und sich Verschenken erleben, dass sie permanent darauf fokussiert sind, welches Leid sie lindern können und welche Menschen sie glücklich machen können. Kleine Kinder haben dieses Bewusstsein oft noch, bevor irgendwann der in unserer Gesellschaft übliche Eigennutz dann einsetzt. Diese vier Kategorien entsprechen auch den vier Zeitaltern. In einem dunklen Zeitalter wie dem, in dem wir noch leben, wollen Menschen mehr nehmen, als sie geben. In einem bronzenen Zeitalter sind Nehmen und Geben im Gleichgewicht. In einem silbernen Zeitalter wollen Menschen mehr geben, als sie nehmen. Und in einem goldenen Zeitalter liegt der Fokus der Menschen ganz darauf, anderen Gutes zu tun und sie glücklich zu machen. Also nicht nur die eigene Familie, sondern alle Menschen. Das Paradox am menschlichen Ego ist, dass die Kategorie 1 dazu führt, dass immer mehr Menschen verarmen und unter Geldmangel leiden. Der Anspruch, mehr nehmen zu können, als man gibt, kann dauerhaft von Zinsgewinnen erfüllt werden. Und ein Zinsgeldsystem führt zu einer fortlaufenden Umverteilung, durch die immer mehr Menschen verarmen. Das bedeutet auch, dass erst eine Mehrheit von Menschen, die mindestens von der Kategorie 2 sind, ein gerechtes, zinsfrei fließendes Geld möglich macht. Zinsfrei fließendes Geld sorgt für ein Gleichgewicht aus Nehmen und Geben, sodass es keine automatische Umverteilung, damit keine Ausbeutung über das Geld mehr geben kann. Erst eine Mehrheit aus Menschen von der Kategorie 3 oder höher kann zu einer Wirtschaft führen, die sowohl ohne Geld auskäme, als auch alle Menschen auch in materieller Fülle leben lassen würde. Materieller Wohlstand für alle ohne Geld ist nur möglich, wenn wir kollektiv von Menschen umgeben sind, die großzügig an uns geben oder sich sogar verschenken. Die Haltung, mehr nehmen zu wollen, als wir bereit sind zu geben, führt also zu einer Welt der Armut. Und die Haltung, mehr geben zu wollen, als wir nehmen, führt zu einer Welt der Fülle und des Wohlstands. Das gilt, wenn ein ganzes Kollektiv von Menschen diese Haltung hat. Ein Mensch oder wenige Menschen der Kategorie 3 oder 4 allein stehen in einer Gesellschaft der Kategorie 1 dabei stets in der Gefahr, dass ihre Großzügigkeit ausgenutzt und ausgebeutet wird. Für die Möglichkeit des Aufbaus einer gerechten Wirtschaft brauchen wir jedoch Menschen genau dieser Kategorie 3 oder 4, die trotz der Gefahr, ausgenutzt zu werden, so inspiriert und erfüllt von der Vision einer besseren Welt sind, dass sie bereit sind, dafür mehr zu geben, als sie nehmen. Während es also viele Modelle gibt, wie eine gerechte Wirtschaft aussehen könnte, sind das, was uns fehlt, die Menschen, die in der Lage sind, solche Modelle überhaupt umzusetzen, beziehungsweise die die richtige Haltung dafür haben. Das Problem bei alternativen Gemeinschaften, die versuchen, ein besseres Miteinander zu schaffen, das ein zufriedeneres und glücklicheres Leben möglich macht, besteht vor allem daraus, dass zu viele Menschen von solchen Gemeinschaften angezogen werden, die in der Welt,
die von Menschen der Kategorie 1 geprägt ist, gescheitert sind, selbst jedoch auch nicht viel geben wollen, sondern versorgt werden wollen. Dadurch entstehen Gemeinschaften, in denen einige vielleicht inspiriert sind von ihrer Vision und auch mehr reinstecken, als sie rausholen. Der Mehrwert, den sie erzeugen, wird jedoch leicht von Menschen aufgesogen, die sich von solchen Gemeinschaften nur versorgen lassen wollen, also mehr nehmen, als sie geben. Deswegen halte ich es für den erfolgreichen Aufbau einer neuen Wirtschaft mit gerechten Strukturen für wichtig, dass sie von nur kleinen Gemeinschaften aufgebaut wird, bei denen sich alle Beteiligten sicher sind, dass jeder Einzelne von der Kategorie 3 oder 4 oder schlechtestenfalls von der Kategorie 2 ist. Beim Aufbau einer gerechten, alternativen Wirtschaft müssen wir die Parasiten, die sich nur versorgen lassen wollen, obwohl sie selbst viel arbeiten könnten, draußen halten. Betrachtungen wie diese sollen auch Thema von Gesprächsrunden werden, die wir mit Experten im Bereich alternativer Gemeinschaften und alternativen Wirtschaftens abhalten wollen. Das wird dann demnächst irgendwann kommen. Für den erfolgreichen Aufbau einer gerechten Wirtschaft brauchen wir jedenfalls eine ausreichende Anzahl an Menschen, die sowohl leistungsfähig sind als auch zur Kategorie 3 oder 4 gehören. In Tolkiens Welt, jetzt zur Symbolik Tolkiens, mit der ich das ja auch immer noch darstelle, in Tolkiens Welt steht Mordor für den Materialismus. Materialistisch denkende Menschen gehören zur Kategorie 1, weil es bei ihnen um die Fragen geht, wie kann ich mir mehr leisten, welchen Nutzen habe ich davon, was kann ich oder wie kann ich mein Vermögen vergrößern, wie kann ich ein besseres, bequemeres Leben haben und so weiter. Es geht immer um ich und um meinen Nutzen. Wie wir gesehen haben, führt eine solche kollektiv vorherrschende Haltung auch zu kollektiver Armut. Dabei unterscheiden sich Menschen der Kategorie 1 in jene, die im Kontext unseres herrschenden Geldsystems erfolgreich sind und sich Wohlstand erarbeiten, sowie in jene, die in diesem System keinen Erfolg haben, das System für ihren Misserfolg verantwortlich machen und, weil sie zur Kategorie 1 gehören, den Anspruch haben, von anderen Menschen versorgt zu werden. Das eine Problem, das wir beim Aufbau einer gerechten Wirtschaft haben, besteht also vor allem daraus, dass die meisten derer, die erfolgreich Projekte umsetzen und funktionierende Strukturen schaffen könnten, einfach nur möglichst viel Geld für ihre Arbeit haben wollen. Ihr Fokus liegt auf dem Geldverdienen, nicht auf dem Aufbau einer gerechten Wirtschaft, die im Einklang ist mit der Natur und dem Leben um uns herum. Das ist also das eine Problem. Das andere Problem besteht aus den Systemverlierern, die den Anspruch haben, versorgt zu werden. Gerade von diesen Systemverlierern der Kategorie 1 oben fühlen sich viele von alternativen Projekten angezogen und bringen diese durch ihre Anspruchshaltung zum Scheitern. Es ist also die Geisteshaltung der Menschen, ihr Materialismus, der dazu führt, dass gerade die fähigen Menschen nicht vom Aufbau einer gerechten Wirtschaft inspiriert sind und gerade die im System gescheiterten von alternativen Projekten angezogen werden und diese durch ihre Anspruchshaltung zum Scheitern bringen. Die alternativen Projekte ziehen die Gescheiterten der Kategorie 1 an, wie das Licht die Motten anzieht. Diese Spaltung der Kategorie 1 in jene, die darauf fokussiert sind, sich Vermögen aufzubauen, und jene, die nach Menschen suchen, von denen sie versorgt werden, spiegelt sich in der politischen Ausrichtung darin wider, dass die Ersteren eher kapitalistisch denken und die Zweiteren eher sozialistisch. Beides, sowohl die kapitalistisch als auch die sozialistisch Denkenden der Kategorie 1, parasitieren von den Menschen der Kategorie 2, 3 und 4. Beide beuten die Haltung zu geben aus, die einen, indem sie sich ein Vermögen aufbauen, anstatt zu teilen, die anderen, indem sie sich versorgen lassen wollen. Beide Haltungen zusammen, die kapitalistische wie die sozialistische, sind,
in der Symbolik Tolkiens Mordor, also der Materialismus, der zunächst nur an sich selbst denkt. Und Mordor ist das, was den neuen Geist zerstört, den es für den Aufbau einer gerechten Wirtschaft braucht. Deswegen werden wir das Neue, das wir aufbauen, gegen Mordor abgrenzen müssen, damit es nicht gleich wieder zu Fall gebracht wird. Dass sich die beiden Hobbits, Frodo und Sam, wir reden vom Herrn der Ringe, nach dem Entkommen aus Minas Morgul und nach dem Tod des Königs der Ringgeister in Mordor befinden und einen langen und beschwerlichen Weg durch Mordor gehen müssen, symbolisiert das Hauptproblem, mit dem wir es nach der Befreiung unseres Denkens und nach dem Ende des Tiefenstaats zu tun haben werden. Nach meiner Einschätzung gehören immer noch locker 80% der Menschen zur Kategorie 1 und wollen sich mit ihrer Arbeit entweder bereichern oder sich von anderen versorgen lassen. Die Menschen, die eine gerechte Wirtschaft aufbauen wollen, sind in der Minderheit. Und auch unter diesen sind die Menschen, die bereit sind, mehr zu geben als zu nehmen, noch einmal in der Minderheit. Mit dem aktuellen kollektiven Bewusstsein halte ich es daher noch für sehr schwer, erfolgreich eine gerechte Wirtschaft aufzubauen. Die Hochfinanz hat jedoch geplant, die mittelständischen Unternehmen im Laufe der nächsten Jahre an die Wand zu fahren, sodass ihre Konzerne und die von ihr kontrollierten Regierungen die mittelständische Wirtschaft übernehmen können. Dadurch werden von den bislang wirtschaftlich erfolgreichen Menschen immer mehr vor die Wahl gestellt werden, ob sie selbst zu Menschen werden, die sich vom System versorgen lassen wollen, oder ob sie einen Beitrag für den Aufbau einer gerechten Wirtschaft leisten wollen, bei dem sie bereit sind, mehr zu geben als zu nehmen, um eine gerechte Wirtschaft zum Funktionieren zu bringen. Das ist ein schwieriger Transformationsprozess, bei dem die kommenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten dazu dienen, unsere materialistische Anspruchshaltung in eine Haltung umzuwandeln, in der die Bedürfnisse der Allgemeinheit für uns so wichtig werden wie unsere eigenen. Es ist damit zu rechnen, dass zumindest ein Teil der mittelständischen Unternehmer in dem Sinne aufwacht, dass sie diesen Transformationsprozess annehmen und bereit werden, zur Kategorie 2 oder sogar 3 überzuwechseln. Somit ist es der von der Hochfinanz geplante Verarmungsprozess, der uns auf die kritische Masse zubewegen wird, eine gerechte alternative Wirtschaft aufbauen zu können. Wenn wir diese alternative Wirtschaft dann mit einem von der Basis geschaffenen zinsfrei fließenden Geldsystem betreiben können, dann können wir jene Strukturen schaffen, die den erarbeiteten Wohlstand gerecht verteilen und uns wirtschaftlich tragen können, wenn die Hochfinanz das offizielle Bargeld wie geplant abschafft, sodass wir beim digitalen Versklavungssystem nicht mitmachen müssen. So viel zu dem Thema für heute. Ich wollte noch einmal klar machen, was es konkret bedeutet, dass wir einen weiteren Bewusstseinswandel brauchen, um eine gerechte alternative Wirtschaft aufbauen zu können. Wir haben genau das Geldsystem, das unserem kollektiven Bewusstsein entspricht und die Probleme erzeugt, die wir brauchen, um unser Bewusstsein zu wandeln. Der Umstand, dass ein kapitalistisch-sozialistisches Anspruchsdenken zu stark vorherrscht, ist die direkte Ursache dafür, dass eine gerechte alternative Wirtschaft jetzt noch nicht da ist. Wenn wir jetzt ein gerechtes, zinsfrei fließendes Geldsystem einführten und der Geist der großen Mehrheit wäre darauf ausgerichtet, wie sie sich bereichern oder vor Arbeit drücken können, dann würde ein solches gerechtes Geldsystem rasch wieder kollabieren und wir hätten wieder das alte Umverteilungssystem von unten nach oben. Wir brauchen also den Bewusstseinswandel, der von der Rückwirkung des herrschenden Geldsystems uns immer mehr zu verarmen erzeugt werden wird.
Da wir andererseits jedoch auch schon mitten in diesem Transformationsprozess drin sind, ist jetzt eine gute Zeit, alle möglichen notwendigen Vorbereitungen zu treffen, was die Bildung von Genossenschaften und Gemeinschaften und dergleichen sowie deren Vernetzung anbelangt und auch was die Aufklärung anbelangt, um das Wissen zu verdichten, wie wir eine gerechte alternative Wirtschaft aufbauen können. So viel zu dem Thema. Und jetzt noch ein paar Informationen zu den Seminaren. Ich mache am 19. und 20. November ein Geldseminar in Werder bei Potsdam, also nahe Berlin. Wer da mitmachen möchte, findet Informationen zum Seminar in der Videobeschreibung. Es wird im weiteren Sinne um die Themen gehen, die Gegenstand dieses Videos waren. Ich werde viel Raum geben, um Fragen zu stellen und die Themen zu vertiefen. Es wird also spannend. Unser nächstes Seminar zum Auflösen unterbewusster Programme, die von den Ahnen kommen, findet am 25. bis 27. November in Michelstadt im Odenwald statt. Hier brauchen wir noch ein paar Anmeldungen, damit das Seminar sicher stattfinden kann. Wer also überlegt, teilzunehmen, der zögere bitte nicht länger, sondern melde sich an. Der nächste Online-Termin eines solchen Seminars ist am 9. und 10. Dezember. Diese Seminare eignen sich zum Aufladen der Batterien, zur Ausrichtung auf unser wahres Selbst und um die Dinge aus dem Weg zu räumen, mit denen wir uns selbst im Weg stehen. Es sind also schöne, erfüllende und befreiende Seminare. Ihr findet den Anmeldelink für die Seminare in der Videobeschreibung. Und dann noch eine Ankündigung. Die Ringgeistvernichtung und die Ringvernichtung werden als Hörbuch aufgesprochen. Ich weiß von einer Umfrage auf meinem Telegram-Kanal, dass viele sich die Bücher als Hörbuch wünschen. Wir planen die Veröffentlichung der Ringgeistvernichtung für nächste, spätestens übernächste Woche und die Ringvernichtung für kurz danach. So, das war es wieder für heute. Teilt euch gerne im Kommentarbereich mit, klickt auf Gefällt mir, teilt das Video und abonniert diesen Kanal und denkt immer daran, wir können in der Welt nur bewirken, was in uns ist. Wenn wir in der Welt Frieden wollen, dann muss zuerst in unserem Geist Frieden sein. Habt eine gute Zeit und betet weiter für den Frieden in der Welt und in der Ukraine. Macht's gut.